Das Chaos nach dem Ersten Weltkrieg hat alle Regeln außer Kraft gesetzt. Es war ein geradezu unersättlicher Lebenshunger auch entstanden, weil man ja nun dem Krieg entronnen war. Und Verbrechen waren auf einmal gang und gäbe. Ich glaube, dass das sehr schlaue Geldschrankknacker waren. Die gesamte Berliner Kriminalpolizei knirschte mit den Zähnen. Die Gerichtsmediziner konnten diese Leichenteile etwa 23 Frauen zuordnen. Was man heute Profiling nennt, das hat Kriminalkommissar Gennert im Grunde schon zu seiner Zeit gemacht. Viele Kommissare hatten durchaus sowas wie Star-Ruhm, hatten ihre eigenen Rubriken in den Zeitungen, schrieben ihre Bücher. Hoffnungsvoll blicken ab Mitte der 20er Jahre viele Berliner in die Zukunft. Die Menschen sind dank zahlreicher moderner Verkehrsmittel mobiler geworden. Das erleichtert das Leben und Arbeiten in der 4-Millionen-Metropole erheblich. Seit 1924 gibt es bereits die S-Bahn. Tausende Berufspendler strömen jeden Morgen nach Berlin-Mitte. Selbstverständlich kann man so auch seine Verwandtschaft in den Vororten besuchen. Wie es die 21-jährige Dora Perske vorhat. Dora Perske war eine nette junge Frau aus gutem Hause. Ihre Eltern hatten eine gut gehende Fleischerei, in der sie auch teilweise ausgeholfen hat. Und zu Weihnachten 1927, genau am 21. Dezember, fuhr sie zu ihrer Tante und zu ihrem Onkel. Dora Perske hat Weihnachtsgeschenke besorgt für Tante und Onkel. Sie hat ihre Verwandten schon oft besucht. Eine knappe Stunde dauert die Zugfahrt. Es muss bitterkalt gewesen sein. Also sie hatte einen dicken Wintermantel an und einen Muff für die Hände und hatte auch die eingekauften Geschenke bei sich. In einem leeren Abteil fand sie Platz. Ein paar Stationen weiter stieg ein junger Mann dazu. Der Vorortzug hat sich bereits geleert. Es scheint niemanden mehr außer die beiden in dem Waggon zu geben. Entlang der letzten Haltestellen ereignet sich dann ein schwerwiegendes Verbrechen. Als ungefähr 25 Minuten später der Zug wieder von Friedrichshagen zurückfahren sollte nach Stahnsdorf, stieg eine Frau ein und sah in einem Abteil eine Tasche und mehrere Gegenstände liegen. Da es ja noch recht früh war, ist sie noch mal ausgestiegen und hat von dem Bahnpersonal jemanden geholt. Der hat die Tasche an sich genommen und sicherheitshalber noch in das Nachbarabteil geguckt. Und im Nachbarabteil sieht er eine Frau in einer Blutlache mit einer klaffenden Kopfwunde liegen. In der Ermittlungsakte finden sich die Original-Tatortfotos. Mit Kreide werden damals die Spuren nachgezeichnet. In der Gerichtsmedizin wird die Leiche Dora Perskes obduziert. Sie hat klaffend tiefe Wunden am Kopf. Eine der zugefügten Verletzungen ist so heftig, dass ihre Schädeldecke gespalten ist. Im Polizeipräsidium am Alexanderplatz arbeitet die Mordinspektion unter Kriminalrat Ernst Gennert unter Hochdruck. Die Jagd nach dem Täter musste sofort losgehen, wie eben Gennerts Devise immer war. Der Täter muss am besten innerhalb der nächsten 24 Stunden gefasst werden, sonst kriegt man ihn gar nicht mehr. Die Kripo sucht mit Meldungen in Zeitungen nach Hinweisen auf den Täter. Wahrscheinlich hat er sich auch an Händen, Wäsche und Kleidung mit Blut befleckt. Abgesehen von diesen Gesichtspunkten sind sehr wichtig Mitteilungen darüber, ob irgendwo in letzter Zeit gleichartige oder ähnliche Verbrechen verübt oder versucht worden sind. Weiterhin, ob irgendwo Personen bekannt sind, deren Spezialität gerade die Ausführung derartiger Verbrechen ist. Gennert war immer sehr vorsichtig und vor allen Dingen auch sehr genau. Und da half ihm das erste Mal wirklich seine Todesermittlungskartei. Er hat zuerst festgestellt, dass man keine Tat aufklären kann, wenn man nicht genaue Informationen hat. Also man musste Akten sammeln,
Fotos, Fingerabdrücke, Tatortberichte, die hat er systematisiert. Auch so systematisiert, dass man auch Querverweise hatte. Gennert begeht eine Art von Wissenschaft, die man heute vielleicht Profiling nennen würde. Er erforscht die Mordfälle und Kapitalverbrechen, also wirklich auf eine intensive Weise, indem er da also Karteien anlegt, versucht Gemeinsamkeiten der Fälle zu erarbeiten, versucht also Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, systematisiert das Kapitalverbrechen. In seiner Todesermittlungskartei archiviert Gennert alle bekannt gewordenen gewaltsamen Todesfälle. Keine andere Polizeibehörde besitzt eine derart umfangreiche Sammlung von Fallbeschreibungen. Er forstete also die Kartei ganz gründlich durch und fand Tatsache einige Verbrecher, die dafür in Frage gekommen wären. Und die mussten jetzt auch der Reihe nach überprüft werden. Bedeutsame Einzelheiten im Mordfall Dora Perske, die sich durch die Spurensicherung ergeben haben, lässt Gennert in den Zeitungen veröffentlichen. Herr Gennert bekam einen anonymen Anruf mit einem Hinweis auf jemanden, der eventuell hätte der Täter sein können. Die Ermittler notieren dazu in ihrem Bericht: Bedeutungsvoll erschien dagegen von vornherein eine Spur, die sich im Laufe des heutigen Nachmittags ergab. Von vertraulicher Seite wurde darauf hingewiesen, dass als Täter wahrscheinlich in Frage käme ein gewisser Horst Kiebach, der Pappelallee 39 wohnhaft sein sollte. Die Verdachtsgründe gegen ihn bestanden darin, dass er, obwohl sonst stets ohne Geld, am Tage der Tat Anschaffung gemacht, im Übrigen auch verdächtige Äußerungen gemacht haben sollte. Und Gennert überlegt: Moment, den Namen habe ich schon mal gehört. Und er ist Tatsache in seiner Kartei. Dieser Mann war schon für diverse Verbrechen ähnlicher Art, allerdings ohne Tötungsdelikt, aber für Raubüberfälle in S-Bahn-Zügen auf Frauen bekannt. Und dieser Mann wurde nun gesucht, konnte auch relativ schnell gefasst werden. Der Täter hat die Nacht in einem Obdachlosenasyl verbracht. Als er die Einrichtung früh am Morgen verlassen muss, wird er festgenommen. Horst Kiebach ist 21 Jahre alt und bereits als Vergewaltiger, Handtaschen- und Eisenbahnräuber bekannt. Gennert hatte den Täter nun vor sich sitzen, aber er hat ihn nicht mit diesem Verbrechen konfrontiert. Also er wusste nicht, warum er festgenommen wurde. Gennert hat ihn nur befragt über seine finanziellen Verhältnisse, über seine Familie, was er so macht. Und erst nach ziemlich langer Zeit hat er ihn auf den Mord angesprochen. Bei der Festnahme von Horst Kiebach stellt die Polizei einen auffälligen Gegenstand sicher, der genau zu den Verletzungen des Opfers passt. Die Zeitungen berichten ausführlich. Als man aber bei der Durchsuchung seiner Kleidung ein dreikantiges, etwa 40 cm langes eisernes Lineal fand, sagte Gennert dem Leugnenden die Tat auf dem Kopf zu. Und in früher Morgenstunde bequemte sich Kiebach zu einem Geständnis, weil ihm nichts anderes mehr übrig blieb. Nun hat Gennert alles zusammen: Sachbeweis, Zeugenaussage und Geständnis. Er war ja ein gemütlicher Typ, wie man so als 2,5-Zentner-Mann eben ist. Und man kann sagen, er hat die eingelullt regelrecht und väterlich behandelt, hat über ganz andere Sachen erstmal gesprochen, ehe der dann quasi zur Tat selber kam und jetzt fragte, wie es dann so gewesen ist, ob der Betreffende sich nicht erleichtern wolle, zum Beispiel. Er war psychologisch durchaus sehr geschickt. Er war ein guter Beobachter. Man kann ja anhand von Bewegungen oder Pupillen auch feststellen, ob jemand lügt oder vielleicht doch die Wahrheit sagt. Er war ein genialer Kombinierer, gar keine Frage. Und so war es ihm also möglich, doch freiwillige Geständnisse zu bringen. Der außergewöhnliche Chef der Mordinspektion im Polizeipräsidium macht einen nachhaltigen Eindruck auf Horst Kiebach. Er erwähnt Gennert sogar im Brief aus dem Untersuchungsgefängnis an seine Verlobte. Elli, verdamme mich nicht, wenn ich dieses Verbrechen beging, aber ich tat es für dich. Und hatte der Herr Kriminalpolizeirat Gennert schon recht, wenn er sagte, ich habe mir nur eine falsche Ausdrucksweise für meine Liebe zu dir gewählt. Es gibt diesen berühmten Satz von ihm: meine Leute, also damit er meint er seine Verdächtigen oder seine Beschuldigten, die fasst mir keiner an. Das heißt, das sind auch Menschen und die haben auch Menschenrechte, auch wenn die jemanden umgebracht haben, und man geht ordentlich mit denen um. Und das ist für mich der Kern der kriminalpolizeilichen Arbeit in den 20er Jahren. Dafür steht Gennert.
Nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft Klage vor dem Kriminalgericht, damals wie heute. Doch in den 20er Jahren ist die Ermittlungsarbeit noch weitaus weniger professionalisiert. Trotzdem erlangt die Berliner Polizei damals Weltruhm aufgrund ihrer hohen Aufklärungsrate bei Mord. Verantwortlich dafür sind die neuen Standards, die Kriminalrat Ernst Gennert bei der Tatortarbeit einführt. Er ist wirklich der Erste gewesen, der sich den Kopf darüber zerbrochen hat, wie kann man die Arbeit der Kriminalpolizei effektiver gestalten. Und er hat einen 7-Punkte-Plan erarbeitet, nachdem die Kripo im Grunde heute noch arbeitet. Also das sind 7 Punkte, wie sich ein Kriminalbeamter am Tatort zu verhalten hat. In der 4-Millionen-Metropole Berlin gilt es jede Woche, ungeklärte Todesfälle aufzuklären. Darunter gut 80 Tötungsdelikte pro Jahr. Im Fall der totaufgefundenen Auguste Königke wird schnell klar, dass sich die alte Dame nicht selbst gefesselt haben kann. Gennert will erste Schlüsse bereits am Tatort ziehen. Er sagte, wenn wir am Tatort sind, wird nichts mehr angeordnet und befohlen. Jeder muss wissen, was er überhaupt zu tun hat. Also erstmal musste der Bereich abgesperrt werden mit Flatterleinen. Zumeist war ja die Schutzpolizei vor Ort, der das auch gesagt wurde. Absperren bitte, aber nicht dort rumtrampeln, denn die Kollegen haben ja die meisten Spuren vernichtet. Die Beamten fotografieren den Sekretär der Familie der alten Dame. In dieser herausgezogenen, mit einem Schlüssel geöffneten Schublade sollen sich mehrere tausend Reichsmark befunden haben. Fotografiert wird auch der mögliche Fluchtweg aus der Wohnung, den der oder die Täter genommen haben. Das erste war erstmal die Augenscheinnahme. Dann war wichtig, dass man jetzt den Tatort erstmal fotografierte. Wenn man eine Hülse fand, dann hatte man Gummihandschuhe an, man steckte die Hülse in eine Plastiktüte, die bekam dann eine Nummer, sodass also man zumindest jetzt von der Staatsanwaltschaft oder vor Gericht sehen konnte, wie lag denn die Leiche, wo war die Pantronenhülse, wer hat Blut verloren, welcher stumpfer Gegenstand oder welche Waffe wurde benutzt und so weiter. Der oder die Täter haben Auguste Königke offenbar in der Küche angegriffen. Denn auf dem Fußboden vor dem Kohleherd findet die Polizei das Gebiss von Ober- und Unterkiefer sowie ihr Brillengestell. Zu diesem Zweck hatte ja Gennert dann dieses sogenannte Mordauto, also ein fahrbares Büro, wo von Reagenzgläsern, Röhren, Spaten, Taschenlampen, großen Beleuchtungseinrichtungen alles vertreten war, was man zur Tatortaufnahme brauchte, um zum Beispiel Blutspuren erstmal festzuhalten und dann zu untersuchen. Gennert gibt das Mordauto nach eigenen Plänen bei Daimler-Benz in Auftrag. Er sitzt immer rechts hinten und lässt dort eine Spezialverstrebung einbauen, damit sein Gewicht den Wagen nicht in Schieflage bringt. Zum Schluss war dann eine Sekretärin in der Regel da, die einen ausklappbaren Tisch hatte mit einer Schreibmaschine, sodass also schon vor Ort der ermittelnde Kriminalkommissar dann seinen Tatortbericht in die Maschine diktieren konnte. Denn der erste Eindruck ist ja häufig der beste. Wenn die Tatortarbeit nach einigen Stunden abgeschlossen ist, lassen die Ermittler die Leiche in die Gerichtsmedizin bringen. Doch nicht nur das Mordopfer lässt Rückschlüsse auf Tat und Täter zu, auch am Tatort gefundene Faserspuren liefern wertvolle Hinweise. Insbesondere, wenn sich das Opfer gewehrt hat. Man arbeitete übrigens auch sehr intensiv zusammen mit dem Materialprüfungsamt und mit der Technischen Universität bei der Spurensicherung. Zum Beispiel konnte man in der Weimarer Republik dann auch feststellen, textiltechnische Untersuchungen, Klebestoffe zum Beispiel, Farben, Tinten, was ja für Fälschung und so weiter gerade wichtig ist, auch an Gewehrläufen, Patronenhülsen und so weiter. Also gerade die Materialprüfung war doch in der Weimarer Republik schon relativ weit fortgeschritten. Dieses Taschentuch finden die Ermittler in der Wohnung von Auguste Königke. Es gehört nicht zur Familie, es muss einem der Täter gehört haben. Es weist Blutflecken auf.
Damit wird die alte Dame geknebelt, denn sie hat offenbar laut geschrien. Und sie drücken ihrem Opfer auch noch ein Kissen aufs Gesicht, bis es erstickt. Wir haben zum Beispiel in der forensischen Medizin der Charité auch Fortschritte. Ein Arzt experimentierte hier mit Röntgenstrahlen. Man konnte also Knochenverletzungen, Schädelverletzungen, verschluckte Gegenstände, ja auch ganz wichtig, konnte man sichtbar machen, sodass also hier auch in der forensischen Medizin Fortschritte durchaus zu verzeichnen waren. Die Kriminalbeamten untersuchen auch die Umgebung des Tatortes. Tatsächlich findet sich eine Fußspur, die möglicherweise von einem der Täter hinterlassen wurde. Ein Zeichner bringt maßstabsgetreu die Tatortwohnung und den gesamten Grundriss der Wohnanlage auf Papier. Auch die Fußspur wird festgehalten. Parallel dazu wurde natürlich der ganze Bekanntenkreis und das ganze Umfeld erforscht und verhört. Denn es hätte ja auch eine Beziehungstat sein können. Gennert war jemand, der nie etwas ausschloss. Also er ließ sich von dem Augenschein am Tatort nicht täuschen. Auch wenn es so aussah, okay, das war ein Raubmord, es konnte immer auch was anderes sein. Das war das Besondere an seiner Arbeit, dass er sich nie auf eine Richtung festlegen ließ. Die Ermittlungen im Polizeipräsidium führen zum Täter. Friedrich Mann, 29 Jahre, vorbestraft wegen Einbruchdiebstahl. Von einer befreundeten Kellnerin namens Charlie hat er den Tipp bekommen, dass bei Königes was zu holen sei. Diese Charlie war zuvor die Geliebte des Königes Sohnes. So steht es in seiner Zeugenaussage. Sie wusste insbesondere, dass in den Schubfächern des Schreibtisches meine Ersparnisse und auch die meiner Eltern aufbewahrt wurden. Sie wusste ferner, dass meine Mutter diese Schubfächer stets unter Verschluss hielt und die Schlüssel stets mit sich führte. Mann gesteht den Raubüberfall auf Auguste Königke und muss ins Gefängnis. Später richten ihn die Nazis hin. Ab Mitte der 20er Jahre entwickelt sich der Berliner Amüsierbetrieb zu einem internationalen Sündenbabel. Es locken Tanzclubs, Revuen, verruchte Bars. Frauen und Männer zeigen ihre Körper so ungehemmt wie nie zuvor. Josephine Baker entzückt im Bananenröckchen. In den goldenen 20ern geht man nicht aus, um vornehm zu dinieren. In Berlin lockt das sündige Abenteuer. Unterlegt mit jazzigem Saxophon und Trompete. Wer genügend Geld hat, kann mitfeiern. Dazu die funkelnd aufregende neue Mode tragen und die berühmten Revuen der Stadt besuchen. Wer kein Geld hat, findet vielleicht einen spendablen Herrn für einen gemeinsamen Ritt durch die Nacht. Nur ein paar Straßenecken von den Leuchtreklamen entfernt steht ein Stadtviertel in besonders zweifelhaftem Ruf. Die neue Schönhauser Allee ist ja praktisch ein Boulevard des sogenannten Scheunenviertels. Das war das dunkle Berlin. Da traf sich die Verbrecherwelt. Da gab es die Obdachlosenasyle und die Kaschemmen, wo sich eben die Verbrecher getroffen haben. Hierher verirrt sich kein anständiger Berliner. Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl und Zechprellerei sind an der Tagesordnung, aber auch größere Dinger werden hier geplant und verabredet. Zu zweifelhaftem Ruhm hat es dabei insbesondere das Café Dallas gebracht. Hier logiert damals die Börse für Straftaten. Ein großer Verbrechertreff war das Café Dallas in der Neuen Schönhauser Allee. Das war eine Volksgaststätte, wo man eben für ein paar Pfennige was zu essen haben konnte oder einen heißen Tee. Da haben sich Obdachlose, Arbeitslose und natürlich auch Kriminelle getroffen. Und die haben dann heimlich still und leise ihre Ware gehandelt. Und sie haben da Kollegen rekrutiert, mit denen sie ein neues Ding drehen können. Und deshalb hat das Café Dallas dann auch den Ruf bekommen, ja, der Verbrechertreffpunkt der Stadt überhaupt zu sein. Und noch eine Besonderheit zeichnet Berlin aus, die sogenannten Ringvereine. Eine Art Gewerkschaft für Straftäter, die in vielen Stadtteilen hinter den Kulissen den Amüsierbetrieb kontrolliert. Das heißt im Klartext, Schutzgeld einzutreiben,
damit die zahlungskräftigen Gäste sich beim jeweiligen Gastronom unbehelligt vergnügen können. Zusätzliche Einnahmen erwirtschaften die jeweiligen Ringvereine durch Einbruch, Raub, Diebstahl und Prostitution. Man hatte einen schriftlich fixierten Kodex, man musste sich rasieren, man musste sauber gekleidet sein. Und sie hatten dann, also wie im Verein, eine Fahne. Sie hatten Anstecknadeln, die dann auch zu tragen waren. Man hatte Festivitäten, da wurden dann Pokale überreicht, es wurde Musik gespielt, es wurden Reden geschwungen. Ja, es war quasi ein blühendes Vereinsleben, aber letztendlich waren es eben auch Verbrechersyndikate, die einen gewissen Bezirk, einen Claim hatten, wo sie Schutzgelderpressung machten, Waffenhandel betrieben. Gut 40 Ringvereine teilen die Stadt unter sich auf. Wird einer zu mächtig, bekommt die Polizei einen Tipp von der Konkurrenz und hebt mit einer Razzia das Vereinslokal aus. Doch mächtige Bosse wie Muskel Adolf werden vorher offenbar rechtzeitig gewarnt. Muskel Adolf war der Geschäftsführer des Sport- und Geselligkeitsvereins Immer Treu e.V. Und er war natürlich ein heller Bursche, aber in Verbrecherkreisen muss man hier und hier haben. Beides ist, wie gesagt, wichtig. Nach einer Massenschlägerei von Muskel Adolfs Verein Immer Treu mit Zimmermannsleuten werden die Ganoven vor Gericht gestellt. Unverhohlen schreibt der Gangsterboss daraufhin einen Drohbrief an die Ermittlungsbehörden. Herrschaften, das eine schwören wir euch. Gesteht ihr euch ein Schandurteil zu fällen, so kommen wir aber angerückt. Da kannst du, feiger Kerl, das ganze Polizeiamt Lichtenberg in Bewegung setzen. Wir erwarten alle einen Freispruch. Strafverteidiger Frei kann vor Gericht tatsächlich überwiegend Freisprüche erwirken. Zuvor ziehen Zeugen reihenweise ihre Aussage zurück. Nicht nur der Polizeipräsident knirschte mit den Zähnen, sondern die gesamte Berliner Kriminalpolizei, die eigentlich meinte, genug zusammenzuhaben, um den Ringvereinen jetzt mal Straftaten nachzuweisen und den Muskel Adolf und seine engsten Genossen vielleicht mal für einige Zeit hinter Gittern zu bringen. Aber es reichte mal wieder nicht, sodass also dieser Prozess auch gerade dazu führte, dass eine Reihe von Kriminalbeamten die Justiz der Weimarer Republik als zu liberal empfanden. Viele rechtschaffende Berliner sind zutiefst empört. Jeder Schwarzfahrer wird bestraft, aber die organisierten Serienstraftäter leisten sich die teuersten Strafverteidiger der Stadt und können weiter unbehelligt ihren schmutzigen Geschäften nachgehen. Auch Polizeipräsident Albert Grzesinski hält eine Ansprache zu den Ringvereinen. Ich stimme durchaus zu, wenn die Zeitungen von einem Unterweltskandal sprechen und verlangen, dass die Polizei Ringvereinsterror nicht mehr dulden dürfe. Nicht richtig ist es aber, dass die Polizei an sich gegen die Vereine und ihre Mitglieder nichts unternehmen könnte. Notwendig ist jedoch, wie schon betont, die Mitarbeit des Publikums und insbesondere derjenigen, die sich bedroht fühlen. Wenn aber die Terrorisierten keine Anzeige erstatten oder aus Angst eine erstattete Anzeige gar zurücknehmen, dann muss die Polizei allerdings zusehen und ihre Recherchen müssen tatsächlich ein negatives Ergebnis haben. Ein negatives Ergebnis will die Polizei mit einem Fahndungsaufruf nach diesem verwegenen Einbruch unbedingt verhindern. Den Tätern sind Juwelen, Schmucksachen, Bargeld und Gold von außerordentlich hohem Werte in die Hände gefallen. Während des moralischen Zusammenbruchs Berlins nach dem Weltkrieg und den Härten der Inflation wächst in der Hauptstadt ein Bruderpaar heran, das ein ganz spezielles Verbrechen perfektioniert. Ja, die Familie Sass, eine Familie im Moabit mit 5 Söhnen. Sie sind nicht direkt arm, aber es geht ihnen auch nicht gut. Es ist eigentlich eine sehr ordentliche Familie. Der Vater trinkt ein bisschen und es gibt natürlich viele Probleme. Sie haben nur eine ganz, ganz kleine Wohnung. Weil der Vater als Schneider nicht genug für das Überleben der Familie verdient, geht auch die Mutter arbeiten. Die 5 Söhne sind oft sich selbst überlassen. In der Enge ihrer 40 Quadratmeter Wohnung träumen sie von einem besseren Leben.
Aber zwei der Söhne wollten unbedingt Karriere machen. Sie waren auch sehr ehrgeizig, aber weniger ja, im Geschäftsleben, sondern sie wollten schneller zu Geld. Franz ist der Ältere, 1904 geboren. Erich ist 2 Jahre jünger. Schon im Alter von 11 und 9 Jahren verüben sie offenbar einen Einbruch in eine leerstehende Kantine. In den nächsten 10 Jahren konzentrieren sie sich weniger auf die Schule als auf das Knacken von Schlössern. Ihre ersten Versuche gehen alle schief, obwohl sie eine völlig neue Technik anwenden. Sie waren ja die Ersten, die mit einem Schneidbrenner arbeiteten. Das war ja damals noch gar nicht bekannt. Der Schränker, das war ja so ein Ochse, der mit einem Knabber versuchte, dann irgendwie gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Die hatten also Schneidbrenner. Da brauchen sie eine Sauerstoffflasche. Die ist ziemlich groß. Die wiegen so 1,5 bis 2 Zentner. Bei ihrem ersten Versuch ohne Sauerstoff ersticken sie fast. Und auch bei ihrem zweiten in einer Filiale der Dresdner Bank erreichen sie zwar die Panzertür im Tresorraum, aber das Schloss erweist sich für Schlossermeister Erich als zu kompliziert. Sein Bruder Franz, der hatte ein Auge für Grundrisse, wie man durch verschiedenste Kellerräume gehen kann. Und ich glaube, dass das sehr schlaue Geldschrankknacker waren. Sie müssen ja tagelang und wochenlang nachts oder auch am Tage recherchiert haben. Bevor die Brüder Sass sich für einen bestimmten Tresor entscheiden, legen sie sich zunächst auf die Lauer. Wer kommt und geht wann? Wo sind Ein- und Ausgänge? Wie wird bewacht? Am Tresor der Reichsbahn müssen sie erneut Lehrgeld zahlen. Auch im Landesfinanzamt vermögen sie trotz hochprofessionellen Präzisionswerkzeugs nicht, dem Schloss beizukommen. Sie waren auch Meister darin, da sie ja mehrere Nächte arbeiten mussten, das durch Knete, durch Farbe, durch Holz mit Gips und so weiter zu verdecken. Wenn jetzt Arbeiter tagsüber in einen Raum kamen, wo ein kleines Loch in der Wand war, dann haben die das so geschickt zugedeckt, dass die das überhaupt gar nicht sahen. Wenn sie jetzt bohrten oder Wände durchbohrten, dann fingen sie auch den Mörtel auf und die Steine auf. Sie versteckten die, sodass man nicht sah, dass da jemand arbeitete. Vor allen Dingen hatten sie auch Kontakt zum Bauamt. Da kannten sie wohl eine nette Dame, die ihnen die Baupläne verschaffte. Denn die brauchten sie ja. Erstmal für die Einbrüche und vor allen Dingen auch, um den Tunnel zu graben. Das war sehr wichtig, denn ohne Plan wäre das gar nicht möglich gewesen. Die Pläne, die eine Bauamtmitarbeiterin den beiden charmanten Brüdern freundlicherweise überlässt, offenbaren, dass nicht alle Wände einer Bank beispielsweise gleich dick gemauert sind. Eine solche Schwachstelle verhilft ihnen endlich zum lang ersehnten Durchbruch. Der ganz große Coup ist wirklich zur Legende, zu einer Berliner Legende geworden. Das ist der Einbruch in der Diskontobank am Wittenbergplatz. Im Winter 1928-29 kundschaften die Brüder das Geldhaus und die unmittelbare Umgebung unbemerkt aus. Die Bank selbst macht geradezu Reklame für ihre Schätze im Innern. 185 Millionen Reichsmark und das Wort Stahlkammer prangen außen. Die Schwachstelle des Gebäudes ist ein Luftschacht an der Außenmauer des Tresorraums. Bei ihrem Angriff auf die Diskontobank, da machten sie einen Erdaushub unter der Gleisstraße und versteckten das in einem Keller und machten die Kohlen dann darüber, die da sowieso lagen. Sie gingen auch durch Wände, nicht etwa direkt in den Tresorraum, wo also Stahlbetonwände waren, sondern ein Zugang, der vielleicht längere Zeit in Anspruch nimmt, aber einen sicheren Erfolg garantiert. Dieses Loch in der Wand müssen die Brüder Sass gar nicht erst aufstemmen. Es ist der Luftschacht. Die Polizei zeichnet später die einzelnen Einbruchsschritte für ihre Ermittlungsakte maßstabsgetreu nach. Der Zielraum ist zunächst die sogenannte Silberkammer, der Vorraum, der direkt vor dem Tresorraum liegt. Durch den praktischen Luftschacht der Silberkammer steigen die Brüder Sass nicht nur ein, sondern führen auch noch mit dem mitgeschleppten Ventilator genügend Sauerstoff für sich und ihr Schweißgerät zu. Diesmal klappt alles nach Plan.
Eines Morgens, an einem Montagmorgen, kommt der Chef nicht mehr in den Tresorraum, Tür klemmt. Da dachte man zuerst, das liegt vielleicht am U-Bahn-Bau, denn da wurde gerade die U-Bahn Wittenbergplatz gebaut. Und ja, man hat Fachleute geholt, gar nichts. Mussten da wirklich ein Maurer her und die Tür, die Mauer, das war eine, ich glaube eine 20 oder 30 Zentimeter dicke Tür. Die Mauersteine mussten herausgenommen werden. Und als man die ersten Steine draußen hatte, da sah man die Bescherung. Alle Schließfächer waren aufgebrochen und ausgeraubt. Und der Clou der Sache war, auf dem Tisch hatten sie eine leere Weinflasche stehen lassen. Wie viel Geld, Schmuck und Wertpapiere den Meisterdieben in die Hände gefallen sind, ist bis heute nicht bekannt. Schätzungen gehen von einem Millionenwert aus. Von der Berliner Kriminalpolizei ist Kriminalsekretär Fabig auf die Brüder Sass angesetzt. Er hat sie schon länger unter Verdacht. Doch als Betreiber einer Autowerkstatt können sie zumindest das bei ihnen gefundene Werkzeug gut erklären. Kommissar Fabig hatte sich an den Brüdern regelrecht festgebissen. Er wollte sie unbedingt überführen. Es wurden Razzien gemacht, aber die Polizei fand nicht unbedingt etwas. Sie hatten hinter der Wand Hohlräume angefertigt, die auch nicht unbedingt gleich zu finden waren. Hinterm Schrank zum Beispiel. Ja, sie waren also schon sehr trickreich. Sie haben sich einfach nicht erwischen lassen. Sie waren zu clever. Die Kriminalpolizei setzt auf Öffentlichkeitsarbeit. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sachdienliche Hinweise zu geben. Doch trotz der enormen Belohnung von zunächst 30.000 Reichsmark ist der richtige Tipp nicht dabei. Die Polizei hat sich die Zähne ausgebissen, weil damals noch nicht so die Möglichkeiten da waren, wie man sie heute hätte bei der Spurensicherung. Die hatten immer feine Lederhandschuhe oder Gummihandschuhe. Man konnte zwar Fußspuren feststellen, die hatten aber immer Schuhe ohne Profil. Heute hätte man Tag und Nacht observiert, Leute. Hat man damals nicht gemacht. Man hatte mal verkleidete Leute in den Hausflur geschickt oder von der gegenüberliegenden Straßenseite, aber das reichte nicht. Nach einer Hausdurchsuchung werden die Brüder in Untersuchungshaft genommen und vor das Moabiter Schwurgericht gestellt, obwohl die Beweislage dünn ist. Das aufsehenerregende Verfahren endet im April 1929 mit einem Freispruch für Erich und Franz Sass. Die Bevölkerung hat die Brüder Sass verehrt. Als sie freigesprochen wurden, haben Tausende vor dem Gericht gestanden und haben gejubelt. Ja, es waren die Helden. Die Brüder Sass waren in der Nachbarschaft äußerst beliebt. Sie waren immer gut angezogen, sie waren höflich, sie hatten wirklich eine gute Erziehung. Sie waren, ja, jedermanns Liebling. Was auch die Besonderheit ist, immer nach Einbrüchen fanden besonders arme Familien in ihren Briefkästen auf einmal Geldscheine. Niemand wusste, wer es war, einige ahnten es vielleicht. Aber ja, das war so ihre besondere Note. Die Brüder verstecken ihren neu erworbenen Reichtum nicht. Sie reisen kreuz und quer durch Deutschland und Europa, stets im eleganten Zwirn und bestens motorisiert. Sie haben das Leben einfach genossen, sie haben das gute Leben gelebt, sie haben gerne gut gegessen, haben sich gerne gut angezogen, sie sind gern gereist. Ja, sie waren in Monte Carlo, in Paris, in London. Ich glaube, sie haben ganz Europa gesehen und sie haben auch viel für ihre Eltern getan. Ich glaube, die Mutter ist sehr oft mit gewesen auf diesen Reisen. Sie waren keineswegs egoistisch, das kann man eigentlich nicht sagen. Ende der 20er Jahre gewinnen die Nationalsozialisten immer mehr Anhänger. Adolf Hitler setzt seinen engen Vertrauten Josef Goebbels als Gauleiter in der Hauptstadt ein. Goebbels hatte den Auftrag, aus dem roten Berlin ein braunes Berlin zu machen. Und Goebbels war natürlich ein begnadeter, aber auch teuflischer Agitator. Er schaffte dann, sich in die Köpfe der Berliner rein zu randalieren. Er baute Stürme auf und marschierte dann so mit 100, 200, 300 Leuten, viel mehr gab es ja auch damals gar nicht, durch linke Arbeiterbezirke. Die SA bietet arbeitslosen jungen Männern eine Uniform, Lederstiefel und einmal täglich eine warme Mahlzeit. Das beschert der Nazi-Schlägertruppe in der Wirtschaftskrise einen hohen Zulauf.
Nach Goebbels Meinung liegt der Schlüssel zur Macht auf der Straße. Wer sie beherrscht, kann auch die Staatsgewalt erobern. Und so überziehen seine Sturmtrupps die Stadt mit Straßen- und Saalschlachten. Vizepolizeipräsident Bernhard Weiß wehrt sich. Die Polizei unter Bernhard Weiß versuchte erstmal dem Einhalt zu gebieten. Was natürlich schwierig war, denn wenn sich diese Straftaten in der Regel Körperverletzungen oder Landfriedensbruch ereigneten, dann waren sie häufig nicht vor Ort. Sie kamen dann zu spät, was wieder in der Presse große Echauffierung auslöst und sagte, wo ist denn hier eigentlich der Staat? Sind wir denn sozial sicher? Kann man denn überhaupt noch spazieren gehen auf der Straße, ohne jetzt von diesem rechten Gesocks angegriffen zu werden? Jurist Weiß überzieht Goebbels mit mehr als 60 Anzeigen und Klagen. Doch er erreicht nicht, dass der Nationalsozialist für längere Zeit im Gefängnis verschwindet. Stattdessen wird Weiß Opfer der sogenannten Isidor-Kampagne, die gegen den jüdischen Beamten mit zahlreichen Karikaturen hetzt. Der Kampf der preußischen Schutzpolizei und der Berliner Polizei, auch der NSA, war letztendlich vergeblich. Man kam keinen Tag eigentlich mehr aus den Stiefeln raus. Man musste Überstunden machen. Jeden Tag war eine Saalschlacht, war eine Straßenschlacht. Es war also ein unbeschreibliches Chaos. Polizeipräsident Karl Zörgiebel setzt daher 1929 ein Demonstrationsverbot für die traditionellen Maikundgebungen durch. Er befürchtet schwere Ausschreitungen zwischen den Kommunisten und den Nazis. Doch die Kommunisten lassen sich ihre Mai-Demo nicht verbieten. Und so kommt es zum sogenannten Blutmai mit massiver Polizeigewalt. Drei, vier Tage lang tobten wir an der Kösliner Straße im Wedding und rund um den Hermannplatz regelrechter Häuserkampf. Mit über 30 Toten. Das heißt, was machte die Polizei? Sie machte das, was sie gelernt hatte, nämlich im Ersten Weltkrieg Häuserkampf und Städte erobern. Nicht? Das machten sie am Blutmai auch. Erstmal fuhren sie mit ihrem Mannschaftswagen vor, dann saßen sie ganz schnell ab und dann gab es Sänge. Mit dem Schlagstock unkontrolliert Sänge. Alles spritzte auseinander in die eine oder andere Richtung, egal ob da einer Täter war oder gerade Zuschauer war oder aus Versehen als Fußgänger vorbei. Es gab in der Regel Sänge. Die Schutzpolizei setzt auch Schusswaffen ein. Dann guckte man auf die Balkons, rührt sich da was? Und sobald sich da irgendwas rührte, dann wurde auf den Balkons geschossen. 4 Tage hält der Ausnahmezustand an. Insgesamt werden 33 Zivilisten bei dem Einsatz getötet. Nach amtlichen Angaben lag der Munitionsverbrauch bei 11.000 Schuss. Eine amtliche Untersuchung der polizeilichen Gewalt findet nicht statt. Bei der Reichstagswahl 1930 erreichen die Nationalsozialisten über 18% und können die Zahl ihrer Sitze verfünffachen. Hermann Göring und Josef Goebbels genießen ihren Erfolg. Seit 1926 macht auch der abgebrochene Student Horst Wessel bei den Nazis mit. Er leitet den besonders brutalen Sturm 5 in Berlin. Er wurde auch von Goebbels gefördert. Er war ein sehr begabter Redner und eigentlich nach Goebbels in Berlin derjenige, der die meisten Reden hielt. Er war Jurastudent, brach dann also sein Jurastudium ab und wohnte also jetzt als Untermieter bei dieser Witwe. Wie tausende andere junge Männer bewohnt Horst Wessel ein Zimmer zur Untermiete bei einer alleinstehenden Dame. Als seine Freundin, eine Prostituierte, ebenfalls einzieht, weigert sich Wessel, für sie zusätzliche Miete zu bezahlen. Die alte Dame organisiert Unterstützung. Sie ging da ins Scheunenviertel und sagte, passt mal auf hier, so und so ist die Lage. Die interessierten sich eigentlich gar nicht dafür. Als sie dann aber den Namen Horst Wessel hörten, der war schon stadtbekannt, ob der Brutalität seines Sturmes auch, ne? Sagten die, nach dem werden wir mal so wortwörtlich eine proletarische Abreibung verpassen. Die überlebt Horst Wessel nicht. Bei der Rangelei mit den Kommunisten hat sich versehentlich ein Schuss gelöst. Die Nazis inszenieren den säumigen Mieter und Prostituiertenfreund daraufhin mit Pomp und Gloria als Helden. Die Nazis interessierte das relativ wenig, ob das nun ein Unfall war oder nicht. Aber er wurde eben zum großen Märtyrer aufgebauscht.
der er definitiv gar nicht war. Er war auch nur nicht mehr als ein kleiner Krimineller. 1933 haben die Nationalsozialisten ihr Ziel erreicht. Sie übernehmen die Macht in Deutschland und vernichten alle demokratischen Institutionen. Bereits 1932 sind die amtierenden Polizeiführer Berlins entmachtet worden. Polizeipräsident Albert Gresinski wird verhaftet, genauso wie sein Vize Bernhard Weiß. Den liberalen Leiter der Mordinspektion, Ernst Gennert, und sein Team wird es später treffen. Mein Eindruck ist, dass man damit ein ganzes Klientel von Beamten loswerden wollte, die nicht sicher waren, im Sinne von sicher für die anstehenden Judenverfolgung und für den Zweiten Weltkrieg. Man kann natürlich auch einen Krieg nur führen, wenn man ein ruhiges Hinterland hat und wenn man da also die richtigen Personen am richtigen Ort hat. Die beiden Tresorknacker Erich und Franz Sass ahnen, was ihnen als mutmaßliche Berufsverbrecher unter den Nazis blüht, und verlassen Deutschland 1933 nach Kopenhagen. Dort werden sie bei der Vorbereitung eines weiteren Bankeinbruchs geschnappt. Das wäre wirklich genial gewesen, aber es hat nicht geklappt. Sie haben einen Tresoreinbruch in Kopenhagen gemacht, wurden gefasst und von den Dänen an Deutschland ausgeliefert. Bei Flensburg werden sie nach 4 Jahren dänischer Haft an Kommissar Fabig überstellt, mitsamt neuer Ermittlungserkenntnisse. Der Kriminalassistent Bering aus Kopenhagen, der schrieb ja dann sogar nach Berlin, sie haben noch Unterlagen im Notizbuch gefunden. Die persönlichen Unterlagen offenbaren weitere geplante Taten und mögliche Verstecke der Diskontobeute von 1929. Die Kripo hatte schon einmal vergeblich an einem Berliner Friedhof danach gegraben. Doch der wertvolle Inhalt aus den vielen ausgeraubten Schließfächern bleibt bis heute unauffindbar. Den Brüdern Sass wird nun auch in Deutschland der Prozess gemacht. Franz muss für 13 Jahre, Erich für 11 Jahre ins Zuchthaus. Doch nach 2 Jahren Haft sollen sie in ein KZ gebracht werden. Sie kamen in ein KZ und lange Zeit hieß es, sie wurden auf der Flucht erschossen, was natürlich eine Lüge war. Heute wissen wir, dass es Tatsache Hitlers persönlicher Befehl war, die Brüder Sass zu erschießen. Der Oberreichsanwalt fragt noch einmal nach, ob die Brüder Sass tatsächlich, wie von einer Tageszeitung gemeldet, bei Widerstand erschossen worden seien. Eine Antwort dazu findet sich nicht in den Akten. Sicher ist, eine Überstellung vom Gefängnis in das KZ Sachsenhausen hat nicht stattgefunden. Was genau auf der etwa 30 Kilometer langen Strecke passiert ist, darüber gibt es keine belegbaren Angaben. Im KZ sind Erich und Franz Sass allerdings nie angekommen.